Ich war 11 Jahre alt, hatte eine weiße Hose an dem Tag. Oh. Ich bin Agatha, ich bin 18, ich gehe gern skaten und ich interessiere mich für Psychologie. Hi, ich bin Nele, ich bin 23 Jahre alt und ich studiere zurzeit im schönen Münster. Hey, ich bin Patricia, ich bin 32 Jahre alt und Yogalehrerin aus Köln. Hi, ich bin Luna, ich bin 20 Jahre alt, mache gerade meine Coaching-Ausbildung und interessiere mich am meisten für Psychologie. Ich würde sagen, ich habe meine Periode eher auf eine unangenehme Art und Weise kennengelernt. Und zwar war ich 12 und ich war in der Zeit mit einer befreundeten Familie quasi im Ostseeurlaub. Das heißt, meine Eltern waren nicht da, aber ich mit meinen Schwestern und halt eben diese andere Familie. Und ich hatte den ganzen Tag schon irgendwie so Bauchschmerzen und Bauchkrämpfe. Und dann war ich halt eben da auf der Toilette und habe das dann halt quasi gesehen und habe wirklich sofort angefangen zu heulen, weil es mir so unangenehm war, dass ich das jetzt dieser anderen Familie sagen muss. Also ich wollte das nicht der Mama von meiner Freundin quasi erzählen. Also es war schon nicht so eine schöne Erfahrung, sag ich jetzt mal, wie ich die das erste Mal getroffen habe. Verrückt ist, ich hatte tatsächlich auch meine erste Periode auf der Ostsee. Ich lag da die ganze Zeit und hatte noch nie so schlimme Schmerzen. Und irgendwann, nach 2 Stunden oder so, sind meine Eltern nach Hause gekommen. Es war auch noch Sonntag, wir hatten keine Produkte. Auch der Schmerz, der ist dann bei mir auch nicht mehr so wirklich weggegangen. Damit habe ich jetzt immer noch zu kämpfen, dass ich teilweise sehr starke Schmerzen habe und auch im Krankenhaus lande deswegen. Du wusstest gar nicht, sag ich mal, in dem Moment, in dem du diese Schmerzen hattest, dass das jetzt irgendwie die erste Periode sein könnte. Also die Schmerzen kamen halt mit dem Blut und vorher war ich halt nur so launisch, okay. Also genau. Also das ist ja wirklich nochmal, also um einiges schlimmer als bei mir. Ich dachte immer so, okay, es war schon sehr unangenehm, aber so krassen Schmerzen. Ja, ist sehr schlimm leider. Bei mir war es eigentlich recht unspektakulär. Also ich war auch 12, 12,5, hatte gar keine Schmerzen oder sowas. Also ich habe das auch vorher gar nicht gemerkt, es kam einfach. Und ich habe das so registriert, also ich habe das wahrgenommen, aber ich habe das so emotional voll von mir weggeschoben. Also irgendwie, ich habe es halt nur registriert, ich hatte auch Sachen zu Hause aufgrund meiner Schwester und meiner Mutter. Und ein paar Tage später hat mich aber auch meine Mutter angesprochen, also sie hat mich bei uns gewohnt, ich bin mit meinem Vater aufgewachsen. Und hat dann gesagt, dass sie das gemerkt hat, dass irgendwas anders ist und hat mich gefragt, ja, hast du deine Menstruation bekommen? Und habe ich gesagt, ja, woher weißt du das? Ja, Mütter spüren sowas. Was verändert und dann ist sie darauf gekommen, dass es das sein könnte. Ich war 11 Jahre alt, hatte eine weiße Hose an dem Tag. Oh. Bin aber gerade von der Schule gekommen und es war nur so ein ganz kleiner Fleck in der Hose, also man hat es nicht wirklich gesehen, aber auf dem Klo ist mir das dann aufgefallen. Ich habe das auch niemandem erzählt und wusste aber, meine beste Freundin hatte das schon zu der Zeit, sie hat mir davon erzählt, also habe ich einfach im Bad irgendwo nach Tampons gesucht und dachte so, okay, dann mache ich das jetzt einfach, so wie es in der Grundschule uns gezeigt wurde. Du hast beim ersten Mal ja schon Tampons verwendet. Ja, weil ich habe dann bei vielen gehört, die machen das nicht. Also ich habe das einfach so gemacht, weil ich mir dachte, ja, das liegt da, das nehme ich, mache ich irgendwie, hat auch gut geklappt. Und ich glaube, meine Mutter hat es erst ein Jahr oder so später erfahren, weil wir dann nach Thailand gezogen sind und dann war man halt so am Strand und dann hat man das auch mal gesehen, dass er der Fahrer. Das war mir sehr unangenehm. Ja, und dann war es raus. Aber so, ich habe es irgendwie niemandem erzählen wollen, aber habe es meiner kleinen Schwester erzählt. Da war ich offener irgendwie dafür. War das denn ein Thema, worüber ihr nicht zu Hause so hättet sprechen können? Nee, oder? Eigentlich, also meine Schwester hat die dann irgendwann bekommen, die hat da ganz offen drüber geredet und ich war einfach irgendwie generell immer so sehr viel bei meinen Freunden, mit denen habe ich immer über alles geredet, mit der Familie über so Sachen nicht so sehr. Da war zwar schon auf jeden Fall der Rahmen da, aber irgendwie wollte ich das nicht. Ich wollte irgendwie auch so Verantwortung für mich übernehmen und dachte mir so, nee, ich schaff das auch alleine. Ja, okay. Was ich mit 11 aber schon eine irgendwie beeindruckende Einstellung finde. Cool. So, ich übernehme jetzt hier Verantwortung für mich selber mit 11, okay? Also ich war definitiv nicht so selbstständig. Also ich empfehle wirklich immer wirklich sanfte Übungen aus dem Yoga, also Yin-Yoga ist super geeignet. Also viel Hüftöffner ist halt wichtig, weil der untere Bereich hier im Körper ist ja meistens so ein bisschen fest und im Beckenraum ist ja auch viel gespeichert an Stress, an Emotionen, die nicht verarbeitet wurden. Und dann kann man das alles so ins Fließen bringen, also auf mehreren Ebenen. Und sich einfach diese Auszeit gönnen und zu sagen, das mache ich jetzt nur für mich und nicht um etwas wegzubekommen, sondern einfach um bei mir zu sein und mal reinzuspüren, was ist denn da? Was möchte denn jetzt gesehen werden auf allen Ebenen?
und einfach sich was Gutes tun, dass man sich halt was schenkt und nicht dieses ich will das nicht haben und Schmerztablette und vergessen, sondern einfach nur damit sein und daraus was Schönes kreieren. Mir gibt Schmerz halt auch ein Gefühl von okay, ich bin da und das gehört auch dazu und es ist okay. Also jetzt gar nicht nur Menstruationsschmerz, jeden Schmerz, der ist dann da. Da vielleicht eine Freundschaft aufbauen und mit dem Schmerz reden und sagen, hi, du bist wieder da, was soll ich tun, wie kann ich dir helfen? Also so wie ich es hier raushöre, ist glaube ich auch so ein bisschen das, was ich für mich mitnehmen werde, dieses ganze Akzeptanzthema, das halt einfach nicht mehr so zu hassen in dem Sinne, weil das macht es halt nur schlimmer, ja. Irgendwie ein Stück weit. Ja. Ich muss einfach nach innen kehren und nach innen schauen. Ich brauche einfach Ruhe, wenn ich meine Tage habe. Und wenn dann eher der Eisprung da ist, dann bin ich eher offen und gehe lieber raus und nach außen und fühle das dann auch einfach sehr und fühle ich mich dann sehr wohl in meiner Haut. Vielleicht noch die Frage an dich, Luna, weil du ja auch gesagt hast, dass du das, als du es bekommen hast, so relativ lange gar nicht erzählt hast deiner Familie. Hat sich das denn jetzt geändert? Also nicht nur, ob du jetzt mit deiner Familie darüber sprichst oder ob das halt generell so ein Thema in deinem Alltag, in deinem Bekanntenkreis ist, wo offen kommuniziert wird? Von meiner Seite aus eher nicht so präsent. Es ist aber auf jeden Fall besser geworden. Also gerade im letzten halben Jahr habe ich gemerkt, dass ich dann auch mal sage, ja, ich habe Schmerzen, weil ich meine Tage habe. Ja. Und davor war das eher nicht so. Also ich habe keine Probleme mehr, darüber zu reden. Und in meinem Freundeskreis ist es schon ein gängiges Thema auch. Vor allen Dingen auch darüber zu reden, finde ich, hat ja auch, also macht ja auch noch mal was. Also ich habe das für mich schon so herausgefunden, mich über Themen auszutauschen. Also muss ja jetzt nicht nur die Menstruation sein, aber gerade in dem Bereich, wo man auch mal erfährt, so wie haben das denn die anderen erlebt und was passiert denn da einfach so bei den anderen Frauen so im Leben und wie schränkt uns das gleich ein, wo gibt es Unterschiede, welche positiven Dinge kann man denn rausnehmen und das kann man ja nur, wenn man darüber einfach spricht. Und jetzt, wo ich halt mehr darüber spreche, auch so im Freundeskreis und so, finde ich das einfach super schön. Ich muss auch sagen, mittlerweile habe ich auch gar keine Hemmungen in der Bahn. Ich rede darüber, ist egal, wer neben mir sitzt. Weil ich finde, das sind so Sachen, die dürfen einfach nicht so dieses Tabuthema sein. Ja. Ne? Ich meine, man muss jetzt nicht jedes kleinste Detail erzählen, wie ich bei einer anderen Erkrankung oder bei irgendeiner körperlichen Sache vielleicht auch nicht, ne? So in der Bahn. Aber einfach das, also sich nicht dafür zu schämen, also zu sagen, so, boah, ich habe meine Tage, mir geht's nicht gut, habe ich gar kein Problem mehr mit.